Miau, hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Ich muss diese und nächste Woche die Paarzeit leider auf 20 bis 25 Minuten beschränken, denn ich muss heute beide Wochen aufnehmen. Ich weiß nicht, es ist im Moment einfach wirklich der Wurm drin. Zum einen habe ich die Nacht, glaube ich, 4 Stunden geschlafen. Also es ist jetzt Montagmorgen, 6:04 Uhr. Bin seit 4 Uhr wach. Weil gestern ja leider unsere kleine Minerva verstorben ist. Die meisten haben es ja wahrscheinlich mitgekriegt. Also der schöne große Hamsterstall hinter mir ist leider jetzt leer. Und das macht mich noch sehr, sehr traurig und sehr, sehr müde. Und zu einem Übel ist mir dann heute Nacht auch noch eingefallen, als ich seit 4 Uhr da lag. Also meine Arbeitskollegin hatte auch einen Unfall und ist jetzt auch länger krank geschrieben, hat gebrochene Rippen und alles. Und mir ist auch jetzt erst gekommen, dass die anderen beiden Kolleginnen Urlaub haben die nächsten Wochen. Das heißt, ich muss meine Yogakurse absagen. Ich kann nicht zu meinem Labordiagnostik-Praxiskurs und nachlernen und aufnehmen. Das wird alles schwierig die nächsten Wochen. Und mein Schädel platzt einfach bald. Ich wollte erst gar nicht aufnehmen, auch wegen der Webcam, weil ich halt wirklich noch ein bisschen fertig bin. Aber ich glaube, es ist eine ganz gute Ablenkung. Danach noch irgendwie lernen, vielleicht heute Nachmittag noch mal eine Stunde pennen. Ja, ich sag mal so, es werden nicht meine Wochen, die nächsten. Ja. Und dann auch noch die Trauer um unsere kleine feine Maus. So, aber weiter geht's. Ein bisschen Ablenkung ist, glaube ich, nicht so schlecht. So, da sehe ich erstmal was, was ich looten möchte. Ja, also deshalb entschuldigt, ich weiß, es kommen nur noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Parts und das ist cool, wenn die Parts eine halbe Stunde gehen. Aber das kriege ich gerade beim besten Willen nicht hin. Lieber Parts, die ein bisschen kürzer sind, aber dafür Parts. Genau. Ja, ich weiß nicht, also Minerva war. Jonah, ich bin jetzt in einer Art Höhle. Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Jonah? Jonah ist nicht da. Minerva war auch nicht mein erstes Haustier, aber es ist ja doch bei keinem Tier dann später irgendwie leichter oder so. Ja, kleine Maus. Da merkt man erstmal, wie automatisch man immer hier reingegangen ist, um ihr Futter zu geben, um ihr Hallo zu sagen. Das merkt man erst, wenn es dann plötzlich Quatsch wird, dass man ständig da reingucken möchte. Ja. Jonah, falls du mich hörst, ich glaube, ich bin auf dem Weg bei der Spinnenprüfung. Ich versuche nach oben zu kommen. Alles voll. Ich kann nicht mehr Also ich tragen. sag's mal so, Spinnenprüfung ist nicht meine Lieblingsart von Prüfung. Hä, da hinten? Wo bin ich jetzt? Ist ja auch was im Wasser? Nein, es ist nur ein Auffangbecken. Nein. Und zu allem Übel kommt ja noch dazu, dass ich ja eigentlich gerade erst die Zusage hatte, dass ich ein Praktikum bei meinem Dozenten machen darf. Und wann auch immer ich das jetzt noch tun sollte, weiß wirklich auch niemand. Ja, der Erz. Kann ich Händlern verkaufen, das ist doch schon mal nice. Ich weiß gar nicht, was ich damals für Panik hatte, als
Hier hieß Prüfung der Spinnen und da ist so eine Riesenspinne. Angemalt. So, wie nehme ich nochmal Schwung? So nicht, so nicht. So nicht. Naja. Ich dachte jetzt irgendwie eher, dass die linke Maustaste loslässt. Wäre hier nicht so schlimm. Aber doch nervig. So. Na, jetzt sieht hier wieder nach potenziellen Fallen aus. Aber nein. So, das war übrigens schon die Prüfung der Spinne. Ja, ich habe mir damals auch irgendwie mehr erwartet. Aber das hier wird scheiße. Unglaublich. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kurs bleibt west. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Na komm. Also eigentlich ist das, was jetzt kommt, ziemlich cool, aber es ist auch, ich sag mal so, Sprungphysiken können jetzt einfach wirklich zu einem sehr nervigen Verhängnis werden. Ah, ein Basislager, fein. Was steht wohl am Ende dieser Prüfungen? Die verborgene Stadt, hoffe ich, aber was noch? Ich weiß es nicht. Antworten. Ich erwarte, Antworten zu finden. Ich weiß gar nicht, will ich hier was upgraden? Möchte ich gerade irgendwie gar nicht. Ich glaube, ich hebe mir das mal noch auf. Und ich muss ja mal ein bisschen die Heizung anmachen. Es ist doch ganz schön frisch. So. Basislager ist aktiviert. So, und jetzt lass mich einmal gucken, denn ich meine, hier war vorher auch noch irgendwo, ja, okay, Holz ist voll. So. Irgendwas hier zum Entdecken und da kommen wir dann nämlich sonst nicht mehr so leicht hin. Ah ja, ist schon mal gut. Als die Welt um sie herum zu bröckeln begann, entschieden sich die Menschen weiterzuziehen. Es drängte sie nach Süden, um zu verhindern, dass das ihnen anvertraute Artefakt ihren Feinden in die Hände fällt. Ich muss mir kurz notieren, was wir heute tun. So. Fein. So, ich glaube, das war's. Gut. Prüfung des Adlers, here we go. Oh, ich bin gespannt, ob die Frames mitspielen. Sie steht noch, nach Jahrhunderten voller Stürme und Erdbeben. Es sieht schon beeindruckend aus, was sie hier gebaut haben. Erinnert ein bisschen an Hellblade, wenn ihr mich fragt. Wäre eine Leiter, wenn es richtig herum wäre. Ja, dann machen wir es uns richtig herum. Ich muss jetzt gerade selber erst noch mal schauen, wo wir hier wann, wie weitergehen. Nee. Gut. Okay.
Nur mit Muskelkraft geht das nicht. Oh, es ist so lange her. Also ich würde ja nicht hier so klettern. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Meine Sache wäre es nicht. Ich hab gedrückt. Der meistgesagte Satz in jedem Tomb Raider. Ich hab gedrückt. So. Nochmal. Sag mal! Und wir sind noch nicht mal an den sich drehenden Sachen. Ja, ja, mach so. Ach, Lara. Alle guten Dinge. Lass mal den Kamerawinkel ein bisschen anders. Und dafür, dass sie so gerade springt. Danke. Es geht doch. So, wie wär's denn hiermit? Sieht vielversprechend aus. Ja, lauf! Beeindruckend. Wir nehmen den nächsten. Oh, Leute. Kann ich hier stehen? Ja. Weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss. Aua. Ach komm, direkt tot, warum? Oh Leute. Was machen wir denn hier heute? Ja, natürlich starten wir nochmal hier. Hier geht's um Timing. Nein. Ich sollte heute nicht aufnehmen. Hätte ich doch nur eine Wahl. Hier geht's um Timing. Halt die Schnauze, Lara. Irgendwann kann man es dann eh auswendig. Geschafft. Yes. Geht noch nicht. Macht nichts, wir haben noch viele Holzbalken, über die wir drüber laufen können. Mehr Segel. Jawohl. Aber wo befestigen wir es? Ja, hoch, komm. Ich hätte jetzt gern so Wetter. Ich hätte jetzt gern so Wetter wie hier. Schön warm und sonnig und ein bisschen tropisch. Das war knapp. Aber unser Real-Life-Wetter ist ganz schön doof. Ja.
So, hier ist immer nirgendwo noch was zum Sammeln, ne? Ich will immer extra noch mal gucken. Ah, doch. Nice. Versteckt kein gutes Essen vor Gästen, sonst verwandelt es sich in Würmer. Okay. So. Ja. So. Zack. Und was haben wir jetzt genau gewonnen? Von hier kann ich doch noch nicht durchgucken. Hey! Nee, hier kam ich rein. Okay, okay. Da musst du doch irgendwie noch mehr kaputt machen. Was war denn damit? Ah, das könnte klappen. Verdammt, der Hebel kann die Tür nicht mehr halten. Ja, macht Sinn. Aber ich sehe es von hier hinten nicht, ne? Und jetzt mit der Mittelsäule verbinden. Hä? Moment. Da komme ich doch von da hinten nicht ran. Und das kann ich nur selber ziehen. So. Ah ja. Gecheckt. Ja, ich brauche heute ein bisschen. Wie gesagt, ich stehe etwas neben mir. Ja, das hält. Da. Gut, jetzt dreht sich die Leiter. Oh yeah. Ich muss mal was trinken. Soll das so? Ah, ich brauche einen anderen Weg nach oben. Laura, nein, nein, nein. Oh. Okay, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen leben wir noch. Komme ich hier irgendwo hoch oder muss ich runter? Nee, ich komme hier hoch. Oh. Okay, wir sind auch schon wieder geheilt. Das war abenteuerlich. So. Eieiei. Okay, läuft gar nicht hier so schlecht. Es würde schlimmer gehen. Weiter. Okay, ich komme hier nicht rum. Ah ja, da wär's. Okay, ich warte lieber kurz. Überstürzen ist hier keine gute Idee. Ja, das ist schlechtes Timing hier mit den Dingern. Hoch, hoch. Okay. Hm.
Hurakan, von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. So, wir drehen noch mal eine Runde. Ich nehme im Moment mein Allergiemittel nicht mehr, was leider hin und wieder zu Husten führt. Ich hoffe, es lässt sich vermeiden. Okay. Ja. Vorsichtig. Nein! Scheiße! Alles gut, Leute. Es ist geskriptet. Wir schaffen das. Jonah, ich habe die Adlerprüfung erledigt. Die verborgene Stadt kann nicht mehr weit sein. Jawohl, und an dieser Stelle machen wir für heute den Cut. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, tut mir sehr, sehr leid. Diese und nächste Woche kurze Parts. Danach passt es hoffentlich auch wieder am Wochenende in Ruhe aufzunehmen. Und ja, ich bedanke euch, dass ihr zugeschaut habt. Wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Würde mich sehr über ein paar Kommis freuen. Und wir sehen uns nächste... Nein, morgen. Morgen sehen wir uns wieder. Macht's gut, bis dann.